Sind das alle Unterlagen Ihrer Freundin? Ja. Wir müssen irgendwie rauskriegen, wer diese Leute sind, über die Ihre Freundin den Artikel schreiben wollte. Lexi, sind Fotos. Die wurden heimlich gemacht. Sieht aus wie ein Tierfänger bei seiner Arbeit. Und Ihre Freundin wollte darüber berichten. Vielleicht wurde sie deshalb umgebracht. Wir müssen die Unterlagen alle mitnehmen und den Laptop auch zur Auswertung, okay? Okay, machen Sie das. Was ist jetzt mit dem Hund? Nehmen Sie ihn. Ich könnte es nicht ertragen. Er erinnert mich zu sehr an Sie. Alexandra Rietz und Gerrit Grass nutzen ihren freien Tag, um wandern zu gehen. Endlich mal wieder draußen und nicht im Büro hocken. Herrlich, oder? Und dass wir endlich mal unsere Überstunden abbauen können. Ja. Das tut der Stimmung im Büro bestimmt auch ganz gut. Ja, Michael hätte auch ein bisschen frische Luft gebrauchen können. Na, blöd, dass er nicht mitkommen konnte. Mal ganz ehrlich, ich bin gar nicht so traurig, dass er nicht dabei ist. Warum? Ja, so wie er sich in letzter Zeit aufführt. Ach, komm. Ja, Alex, wirklich. Nervt es sich nicht, dass er ständig seine schlechte Laune an uns auslässt? Ja, aber Gerrit, jeder ist mal schlecht gelaunt. Du übrigens auch. Ich bin nie schlecht gelaunt. Genau. Entschuldigung, aber warum soll ich denn für den Wasserschaden bezahlen? Können Sie mir das mal erklären? Also dafür bin ich doch nur wirklich nicht verantwortlich. Ich meine, Sie als Vermieter, Sie müssen doch dafür sorgen, dass die Leitungen und Installationen in Ordnung bleiben. Das heißt, Sie müssen sie warten. Da kann ich doch gar nichts dran machen. Ja. Also wenn Sie mir drohen wollen, wissen Sie, ich habe keine Lust, mich mit Ihnen rumzuärgern. Dann gebe ich die Sache einfach dem Anwalt. Ja, gut, okay. Ich wünsche Ihnen auch einen sehr schönen Tag noch. Ja, Wiedersehen. Mann. Ach, Gerrit, jetzt hör doch mal mit dem Thema Michael auf. Wenn du dich so über ihn aufregst, dann sprich mit ihm. Direkt. Ja, ist also, ja schon gut. Ich halte mich da raus. Ja. Sieh mal da. Zu wem gehört er denn? Hm? Alex. Komm. Der ist ja niedlich. Sei vorsichtig, bitte. Hä? Na, du Kleiner. Alex, du kannst doch nicht den Hund antatschen. Ach. Du weißt doch nicht, wem der gehört. Der ist doch ganz gepflegt hier. Der hat ein ganz weiches Fell. Hm, was machst du denn hier so alleine? Wo hast du dich denn rumgetrieben? Hier, guck mal. Ja. Das Blut, oder? Hast du dir weh getan? Hm? Hey. Alex, hör auf, vielleicht hat er sich mit dem anderen Hund gebissen. Ach Quatsch, der ist doch ganz brav. Hm? Möchtest du was Feines? Hm? Warte mal. Ah? Herr Carlsson. Der Handynummer ist auch drauf. Ja, dann zeig mal her. Herr Carlsson ist ein Weibchen. Ist ja witzig. Und wie? Komm mal her. Teilnehmer nicht erreichbar. Sag mal, was macht so ein schöner Hund hier alleine, ha? Weißt du was, wir machen eine Pause. Vielleicht kommt das Herrchen ja gleich zurück. Und dann kriegst du dein Brötchen. Meinetwegen. Ja, toll, echt. Also die Versicherung, die bringt mich bei dem Wasserschaden in meiner Wohnung auch kein Stück weiter. Ich meine, wer soll das verstehen? Das ist doch kein Deutsch. Hallo. Hallo, komm her, hier. Was macht ihr denn hier? Ja, vor allem, was macht denn er hier? Das ist Herr Carlsson. Also eigentlich Frau Carlsson. Wir haben den Hund am See entdeckt, beim Wandern. Der hat sein Herrchen verloren oder umgekehrt. Ja, Alex, ich habe aber nicht gefragt, wer er ist, sondern was er hier macht. Ja, Michael, hätten wir den Hund vielleicht alleine lassen sollen? Hier auf der Plakette steht eine Telefonnummer und da haben wir bis jetzt noch niemanden rein. Ja, natürlich nicht alleine lassen, aber der macht doch hier alles voll, der muss ins Tierheim. Ach, Michael, ich bin auch nicht begeistert, dass mein freier Tag ins Wasser fällt wegen eines Hundes. Naja, wir werden ihn gleich los haben. Ich bekomme jetzt mal über die Telefonnummer die Adresse des Herrchens raus. Ist der nicht süß? Oh, das Herrchen ist auch ein Frauchen. Wiebke Ullmann, Kirchenweg 12. Ja, worauf wartet ihr? Auf geht's. Tschö. Ja, ja. Ja, das ist der Hund meiner Freundin. Sie ist seit 2 Tagen verschwunden. Naja, wir machen uns schon Sorgen. Haben Sie Ihre Freundin denn schon als vermisst gemeldet?
Nein, noch nicht. Wenn sie in ihrer Arbeit vertieft ist, dann ist sie manchmal schon ein, zwei Tage nicht erreichbar. Aber meistens meldet sie sich irgendwie immer. Ja, was macht Ihre Freundin denn beruflich? Sie ist angehende Journalistin. Wenn sie an einer Sache dran ist, dann vergräbt sie sich entweder in der Redaktion oder in ihrem Arbeitszimmer. Naja, es ist schon ein wenig komisch, dass der Hunter so allein am See war. Und auch Ihre Freundin zum selben Zeitpunkt verschwunden ist. Darf ich mich denn vielleicht mal in Ihrem Arbeitszimmer umsehen? Klar. Durch den Flur, die zweite Tür rechts. Okay. Wann haben Sie Ihre Freundin denn das letzte Mal genau gesehen? Vorgestern. Mittags, so 12.30 Uhr. Mhm. Wir waren zum Abendessen dann verabredet, aber sie ist nicht gekommen. Ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Und ihr Handy ist auch aus. Hat sie ein Auto? Das ist auch weg. Aha. Komisch. Ja, also den Hund haben wir ja hier in der Nähe am Baggersee aufgegriffen. War Ihre Freundin dort öfter mit dem Hund, vielleicht zum Gassi gehen oder so? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe keine Ahnung, wie Herr Carlsson da hingekommen ist. Was passiert denn jetzt? Ja, wir werden jetzt erstmal eine Fahndung nach Ihrer Freundin rausgeben. Und nach dem Auto natürlich auch. Ihre Freundin ist wohl im Tierschutz engagiert, so wie es auf ihrem Schreibtisch aussieht. Ja, sie schreibt gerade einen Artikel über Tierfänger und Tierversuche und sowas. Ja, vielleicht hängt diese Arbeit ja mit ihrem Verschwinden zusammen. Was meinen Sie? Ja, ich weiß nicht. Möglich wäre das schon, durchaus. Bei solchen Leuten weiß man ja nie. Eine Bitte haben wir noch. Könnten Sie uns eine Bürste, also eine Zahnbürste oder Haarbürste von Ihrer Freundin geben für einen DNA-Abgleich? Klar. Gut. Dann mach mal den Schal runter. Der Hund bleibt ja sicherlich hier. Das geht gar nicht. Ich muss zur Arbeit. Es wird spät heute. Also ich kann den Hund nicht hier lassen. Der jault mir die ganze Nachbarschaft zusammen. Kannst du ihn vielleicht nehmen? Tut mir leid, Junge. Du weißt doch, in zwei Wochen sind die Stadtratwahlen. Ich muss jetzt auch los. Können Sie ihn vielleicht... Also es wäre ja nur bis morgen Abend. Danach ist sowieso Wochenende. Also wir können keinen Hund gebrauchen. Wir müssen auch arbeiten. Tut mir leid. Bitte, es wäre doch nur für kurze Zeit. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich schon drum. Ich habe noch Alex versucht zu überreden, dass der Hund ins Tierheim kommt. Okay. Du kennst sie ja. Sie hat sie geweigert. Das hat sich ungefähr so angehört. Das können wir doch nicht machen. Das ist ein Labrador. Der braucht viel Bewegung und so weiter und so weiter. Alex, die Tierpsychologin. Aber irgendwie auch ein feiner Zug von ihr. Ja. Ich habe hier das Ergebnis des DNA-Abgleichs der Vermissten und der Blutspur. Danke dir, André. Kein Problem. Also, an der Hundeschnauze war wirklich Blut. Und das stammt von der vermissten Besitzerin. Also ist sie verletzt. Oder Schlimmeres. Was hat der Hund da am See gemacht? Ich meine, das Tier scheint doch gut erzogen zu sein. Der wird doch sein Herrchen nie alleine lassen. Du meinst, sie ist noch am See? Oder sie ist im See? Genau. Ich fordere mal ein Team an. Die sollen den gesamten Bereich da absuchen. Und die sollen Taucher mitbringen. Der Hund saß die ganze Zeit hier am Ufer, weil er wusste, dass sein Frauchen im See ist. Aber der muss ja mit dem Wagen gewesen sein. Irgendwie ist er rausgekommen. Also, Selbstmord. Ja, das glaube ich auch nicht. Dafür ist der Wagen zu demoliert. Das muss vorher einen Unfall gegeben haben. Ja, aber wie kommt der Wagen in den See? Jemand hat ihn reingeschoben, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich werde gleich erstmal die Bereitschaftspolizei informieren. Die soll mit einer Hundertschaft hier die Gegend absuchen. Vielleicht ist der Unfallort ja ganz in der Nähe. Ja, also ich denke, die Frau hat so 2 bis 3 Tage im Wasser gelegen. Ja, das passt. Seit 3 Tagen wird sie vermisst. Mhm. Ja, sie hat noch andere Verletzungen. Schürfwunden, Platzwunden, ich glaube sogar Knochenbrüche. Das bestätigt dann ja unsere Unfalltheorie. Also laut Obduktionsbericht ist die Frau nicht ertrunken. Sie hatte einen Schädelbruch, innere Verletzung, Knochenbrüche und Schürfwunden. Diese ganzen Verletzungen können doch nicht von dem Aufprall in den See stammen. So. Komm, mein Schatz. Hey, Herr Carlsson. Das ist aber ein netter Besuch. Was macht der Hund denn hier? Den habe ich doch bei meiner Freundin abgegeben. Tja, deine Freundin war gerade hier. Sie hat mir in die Hand gedrückt. Sie hat nicht länger Zeit, auf ihn aufzupassen. Gib sie mal her. Du bist ja ganz lieber. Du bist ja ganz brav. Ich meine, so süß wie der Hund auch ist, aber der kann nicht hier im Büro bleiben. Das ist ja ein schöner Hund. Ja,
Ja, wir bringen ihn ja nachher zum Freund der Toten. Der übernimmt ihn. Ja, und bis dahin. Ach, wissen Sie was? Bis dahin, also ich könnte ihn mit in mein Büro nehmen. Vorausgesetzt, Sie holen ihn einen neuen ab. Ja, super. Okay, gehst du mit mir mit? Ganz toll. Ja, und Herr Naseband, vergessen Sie nicht, bei meinem Kollegen anzurufen. Der wird die Sache mit dem Wasserschaden in 0,nix erledigen. Ja, super. Okay, also komm. Okay, danke. Tschüss. So, ja. Da das jetzt mal alles geklärt ist, können wir endlich in Ruhe weiterarbeiten. Hm? Also, die Unfallstelle ist knapp 1 Kilometer vom See entfernt. Kann man den Unfall rekonstruieren? Fakt ist, dass der Wagen gegen den Baum geprallt ist. Es gibt genügend Spuren, Glassplitter, Lackspuren am Baum und vor allem Blut der Toten. Und die Unfallursache? Der Fahrer hat wohl die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, ist gegen den Baum gefahren und durch die Wucht ist die Tote durch die Windschutzscheibe rausgeflogen. Moment mal, der Fahrer? Soll das heißen, sie ist gar nicht selbst gefahren? Ganz genau. Die Kollegen von der KTU konnten den Winkel berechnen, in dem sie aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Sie saß definitiv auf dem Beifahrersitz. Das gibt's doch nicht. Dann hat der Fahrer die Frau nach dem Unfall auf den Fahrersitz gesetzt, angeschnallt und den Wagen in den See geschoben. Warum? Wahrscheinlich, um den Unfall zu vertuschen. Sind irgendwelche Spuren am Fahrzeug? Der Wagen ist noch in der KTU. Ja, gut. Dann fahren wir jetzt erstmal zum Freund der Frau und überbringen die Todesnachricht.